Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit einer Klassikerausgabe zu dem Italo-Western Zwei glorreiche Halunken von Sergio Leone. Dieser Film taucht immer wieder auf den besten Listen der Filmgeschichte auf. Und in der Tat, es ist ein Meisterwerk. Und deshalb möchte ich mich heute ein bisschen damit auseinandersetzen und zeigen, was das Besondere eigentlich an diesem Film ist. Der Film hat eine natürlich inhaltliche und eine formale Ebene und die spielen miteinander permanent. Zum Teil ist das sehr widersprüchlich. Das macht diesen Film aber besonders interessant zu schauen. Schauen wir uns zunächst die inhaltliche Seite des Films an. Der Film spielt im amerikanischen Bürgerkrieg. Der amerikanische Titel hilft uns eigentlich, einen Zugang zu dem Film zu bekommen. Der englische Titel lautet nämlich The Good, The Bad and The Ugly. Wir haben es also mit drei Halunken zu tun. Diese sind hinter einem Schatz her, und zwar hinter einer Kriegskasse, die $200.000 schwer sein soll. Und diese Kasse, die soll in einem Grab auf einem Friedhof liegen. Das Besondere ist jetzt hier, wie der Plot konstruiert ist. Der eine, das ist der Böse, das ist Sentenza, gespielt von Lee Van Cleef. Der hat zum Teil militärische Macht und kann verhindern, dass die anderen zu dieser Kriegskasse gelangen. Dann gibt es den hässlichen Tuco, der weiß, wo der Friedhof ist. Und dann gibt es noch den dritten, den Guten, der Blonde, gespielt von Clint Eastwood, der weiß, in welchem Grab sich dieser Schatz befindet. Das mag zunächst überkonstruiert wirken, aber eigentlich deutet sich hier etwas anderes an, nämlich wir haben es hier mit einer mythologischen Konstruktion zu tun. Wir kennen das aus Mythen. Der eine darf nur sprechen, der andere kann es hören, darf es nicht weitersagen. Wir haben dort auch so einen Knoten, der bis zum Zerreißen geschürzt wird. Das macht die enorme Spannung dieses Films aus. Aber es geht noch um mehr in diesem Film. Schaut man sich eben diesen Titel an, der Gute, der Böse und der Hässliche, da muss man zunächst mal sagen, alle drei befinden sich außerhalb bürgerlicher moralischer Kategorien. Nietzsche hätte daran seine Freude gehabt. Aber diese dritte Kategorie, die hier eingeführt wird, der Hässliche, eben Tuco, gespielt von Eli Wallisch, der deutet auf etwas ganz anderes noch hin, nämlich, dass es etwas jenseits von Gut und Böse gibt, etwas Außermoralisches. Und dieser Tuco ist letztlich auch der, der eine enorme Dynamik in den Film bringt. Nämlich, alle sind sie aufeinander irgendwie angewiesen. Aber es gibt hier nicht mehr wie im klassischen Western den Guten und den Bösen, sondern das ist alles sehr eng miteinander verwoben und Tuco kommt sozusagen eine Coppola-Funktion zu. Das Schöne ist hier, dass Sergio Leone auch die Geschichte des Kapitalismus zeigt, der Wertsteigerung. Tuco wird ja gesucht, eine Kaution ist auf ihn ausgesetzt, so sieht man das am Anfang des Films. Und dann wird er von Clint Eastwood verhaftet, man kassiert die Kaution, doch im letzten Moment schießt ihn vor der Hinrichtung Clint Eastwood dann immer wieder frei. So steigert sich der Wert, die Kaution, die auf Tuco ausgesetzt ist, und sie teilen sich dann immer den gewonnenen Betrag. Wir sehen also hier eine kapitalistische Wertsteigerung und dass Tuco tatsächlich diese Coppola-Funktion hat, zwischen dem Guten und dem Bösen zu agieren, das deutet eben auf etwas hin, dass der Kapitalismus nicht einfach binär funktioniert, sondern da gibt es immer etwas Drittes, was man ja gerade in der Finanzkrise erleben konnte. Etwas Amoralisches, etwas rein Funktionales, ein System, das letztlich nicht berechenbar ist. Und Tuco selbst als Figur ist überhaupt nicht berechenbar. Wir wissen überhaupt nicht, wo er steht. Man kann ihm niemals vertrauen. Das ist das Schöne an diesem Film, dass er eine ganz andere Dimension des amerikanischen Westerns in uns wachruft. Die moralischen Zuschreibungen, gut, böse, hässlich, das zielt eher auf die Typologie des Schauspielers ab. Mit Clint Eastwood, da sehen wir natürlich den Guten verkörpert, der Blonde. Und wir sehen mit Lee Van Cleef natürlich den Bösen. So stellen wir uns einen Bösen vor. Aber in Wirklichkeit sind natürlich alle außerhalb des Gesetzes. Sie bewegen sich überhaupt nicht mehr in den moralischen Kategorien. Schauen wir uns aber das Formale des Films an. Es ist vor allem ein Spiel mit der Zeit, was diese enorme Spannung produziert. Gerade in den schnellen Schnitten bei einem Duell erscheint uns alles ungeheuer gedehnt. Dann gibt es wieder elegisch lange Szenen. Wir sind also immer wieder auf unser Zeitempfinden zurückgeworfen und wissen nie so genau, welche Zeit dann wirklich real vergeht.
Besonders deutlich wird das in einer Szene, wenn eine große Bürgerkriegsschlacht gezeigt werden soll. Und Sergio Leone zeigt natürlich jetzt nicht die Schlacht, sondern er beschließt, einfach Detailaufnahmen der Kanonen zu zeigen, wie die Kanonen abfeuern. Was er uns sagen will, ist, sie alle kennen ja diese opulenten Bürgerkriegsschlachten im Kino. Das brauchen wir hier nicht mehr zu demonstrieren. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Und dann ist etwas, was natürlich jedem auffällt, der jemals einen Sergio Leone-Film gesehen hat, dieses starke Wechseln zwischen Großaufnahmen, die italienische Einstellung, wo wir nur die Augen sehen, und dann die Panoramaaufnahmen. Wir sehen die Landschaft in einer super totalen aufgenommen. Das gibt immer einen rasanten Wechsel. Woran liegt das? Was hat Leone hier vor? Natürlich kann man oberflächlich sagen, es ist ein Spiel mit Nähe und Distanz, mit Mikro- und Makrokosmos, aber ich glaube, dass er vor allem eines deutlich macht, dass diese Augen, diese Gesichter selbst zur Landschaft werden. Sie bleiben genauso karg und verschlossen wie die Landschaft selbst. Die Augen hier in diesen Filmen, auch bei Spiel mir das Lied vom Tod, wird das ja noch einmal weiter gedreht, sind keine Fenster zur Seele. Alles bleibt verschlossen. Wir können nicht in diese Figuren hineinsehen. Und dann gibt es aber noch etwas anderes. Jeder bemerkt eben diese radikalen Einstellungen von Sergio Leone. Auch Leute, die sonst niemals auf Kameraeinstellungen bei Filmen achten. Und ich glaube, dass hier etwas sehr Subtiles geschieht. Sergio Leone will hier demonstrieren, wie Film eigentlich gemacht wird, nämlich mit Montage. Das ist eine ganz subtile Praxis, viel subtiler als das, was die Nouvelle Vague zum Beispiel tut, wenn sie plötzlich anfängt, Erzähler einzuführen. Sagt, nun wenden wir unseren Blick ab vom Hauptdarsteller und erzählen eine andere Geschichte. Da wird eine Illusionsbrechung mit einem Erzähler zum Beispiel erzeugt. Sergio Leone gelingt eine Illusionsbrechung eben durch diesen rasanten Wechsel, weil er deutlich macht, wie Film funktioniert, wie überhaupt Filme gemacht werden. Das ist ungeheuer interessant, vor allem deshalb, weil man natürlich sagen würde, ja, ein Western, das ist doch kein großes Kunstwerk unbedingt, doch in der Tat ist es ein großes Kunstwerk, ein sehr subtiles sogar. Dieser Wechsel von Nah und Totale, das zeigt uns, wie ein Film produziert wird. Ein Film, das ist vor allem die Montage von Bildern. Und wie jeder gute Film, so ist auch Zwei glorreiche Halunken ein Film über das Filmemachen selbst. Ein dritter Aspekt, über den wir unbedingt sprechen müssen, ist natürlich diese hinreißende Musik von Ennio Morricone. Dazu eine Szene zur Veranschaulichung. Es gibt dort eine Szene, in der Tuco, der Hässliche, von dem bösen Sentenza gequält, gefoltert, geschlagen wird. Sie sind dort in Kriegsgefangenschaft, befinden sie sich, also Tuco und der Blonde. Sentenza herrscht über sie. Aber diese brutalen Szenen werden plötzlich intradiegetisch mit Musik unterlegt. Nämlich, man weiß dort im Gefangenenlager, wenn dort sich etwas ganz Brutales abspielt, dann wird ein Chor aufgebaut mit Gefangenen und die müssen ein besonders rührendes Lied von Ennio Morricone singen. Wir sehen also ganz brutale Gewalt und ja, man kann sagen, kitschige Musik hören wir dazu. Die erste Aussage ist natürlich bei solch einer Szene, wo der Realismus zu stark wird, wo er kaum noch zu ertragen ist, da muss man anfangen zu singen. Das ist auch ein Grundthema der Oper und des Musicals. Aber es geht hier noch um mehr. Es geht hier auch um die Ästhetisierung der Gewalt. Die Gewalt wird fast gewaltfrei, kann man sagen, weil sie plötzlich uns ganz anders erscheint. Tarantino arbeitet ähnlich. Aber dann gibt es noch etwas ganz Besonderes und das kann man nur bei Ennio Morricone, glaube ich, erleben. Ennio Morricone, wenn man seine Musik hört in Verbindung mit Film, dann hat man den Eindruck, dass Morricone einen ganz melancholischen Blick auf die Welt hat. Diese Musik will uns eigentlich sagen, kontrapunktisch zu diesen Szenen, die Menschheit ist unbelehrbar, immer werden sich Menschen gegenseitig Gewalt antun. Und diese melancholische Stimmung, die macht das Besondere aus. Wenn man Morricones Musik für sich allein hört, dann ist es sehr schön, aber doch etwas kitschig. Aber es ist Filmmusik par excellence. Sie gehört in den Film. Dort sind Bild und Ton, so sehr sie sich auch widersprechen, dann in einer wunderbaren Dyade. Und sie schaffen eine Verschmelzung, die auf ein drittes hinausläuft. Eins und eins macht drei. Das Besondere ist sowieso bei diesem Film, dass eben ein drittes deutlich wird. Wir kennen Western, die sehr historisch genau sind. Wir haben hier zum Beispiel Das war der Wilde Westen.
Das war der Wilde Westen. Das ist sozusagen die offizielle Gründungsgeschichte der Amerikaner, die offizielle Erfolgsgeschichte. Am Ende des Films sehen wir, wie wir das Setting des Western verlassen und dann plötzlich in der Moderne angelangt sind mit Autobahnen, mit hochtechnisierten Städten. Was aber Sergio Leone eben uns mit zwei glorreiche Halunken nahelegen will, ist etwas anderes. Nämlich, er will uns die finstere Geschichte dieses Erfolgs erzählen. Die These dahinter ist die, die die Psychoanalyse uns verdeutlicht hat. Es gibt eine Wahrheit, die wirklich nur die Fiktion erzählen kann und wo der Realismus zu schweigen hat. Mit anderen Worten, in der Realität schauen wir nur, aber wir sehen nicht.